Diene des Prophet und unter Brüdern und Vätern. Das stimmt, wir sind hier drüber gesprungen. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Okay, wir haben drei Batterien. Hey, was ist das? So. Ach genau, wir haben ja erfahren, dass da an der Kirche irgendwo. Wir müssen die Kirche finden. Kapelle, Kamelle. Wieso töten die Pferde? Was ist da los? Der atmet ja schon wieder so super. Können wir hier rein? Maybe there's a way through the barn. Was? Ein Weg durch die Scheune. Er hat eine mächtige Keule, hat der. Wie komm ich da rein? Rein, ne? Hallo? Oh, wie ekelhaft diese Augen immer leuchten. Sie sind weg. Wo ist hin? Wir können das Ding hier schieben. Aber wohin? Oh nein, die kommt zurück. Hallo? Oh, ich kann mich. Ich habe keine Verbindung mehr. Oh, eine Batterie. Aha.
Okay, geht's wieder. Nein! Da geht's wieder nach draußen. Nein, 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 nein. Man braucht auch nicht abschließen. Wenn sie die Tür wieder aufbrechen. Through that barn might lead to the chapel. Ich höre dich schon. So eine Tür. Scheiße, die ist abgeschlossen. Was habe ich denn Schlösser an der Tür? Steckt der jetzt aus, dieser Vollpfosten? Nein, nein, nein! Oh shit! Gott sei Dank ging's hier hoch. Sackgasse? Nein, doch nicht. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Bläugen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zuvor. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knot in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben, selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Okay. Okay, da können wir was aufmachen, aufziehen. Oh. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts raus, wenn ich da jetzt ranziehe. Sein Blick so leer und tot. Shit.
Schon wieder ein Pferd. Warum töten die Pferde? Über diese Leichen. Ist das die Heilige Maria? Geist Jesu, mach mich breit. Vater Knut leitet meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gedenk, gnädiger Jesus, erhöhe mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich, schätze mich vor dieser Welt, schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf das Teufelsstunde in der Gemeinde Temple Gate, auf das ich deine Schöpfung schütze, bis zu mir Frieden schenkst. Amen. Amen. Halleluja. Wenn ich die Kamera aus habe, sehe ich eigentlich eindeutig besser. Das Mic kostet so viel Akku. Zweiten Mal passiert. Jedes Mal, wenn dieses Bäh kommt, sind die Leute irgendwie völlig Banane. Okay, wir können. Ist das ein Vogel? Was hat er jetzt aufgenommen? A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. So, wir können einmal hier lang und einmal in die Scheune. Ich gehe erstmal hier rein. There's gotta be another way. Du hast so eine Batterie, du bist tot. Okay, hier können wir schon mal nicht weiter. Ich höre nichts. Über tote Vögel. So, wie schon mal jemand langgelaufen ist, über die blutverschmierten Hände an der Wand. Ernsthaft? Jetzt können wir uns wenigstens mal heilen. Hier. Ist das eine Kinderhand? Sind das Kinderhände? Oh, eine Batterie. Eine Batterie. Aha, eine Batterie. Die holen wir uns auch noch schnell. Danke.
So, jetzt aber. Hey, wo geht's hin, ne? Okay. Oh nein. Wir kommen in eine Höhle. Jetzt brauche ich die ganze Zeit das Nachtsicht. What the fuck ist hier los, ey? What the fuck? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Okay. Was war das hier? No, no. It's some kind of heretic temple. Was ist das? Was ist das? Oh, eine Batterie. Aha. So, anscheinend müssen wir dort rüber. Aber was ist das? Ist das ein Hund oder was soll das sein? Der hat noch nicht so lange Beine, der Hund. Ich will mich hier ganz gern genau umschauen. Ich möchte nicht wie andere vielleicht einfach durchrennen. Ich möchte gucken. Ich gucke. Speichert. Checkpoint erreicht. Okay, hier ragen wieder Stinkefüße raus. Ach, unsere Lin ist ja von diesen anderen Ochsen da weggeholt worden. Wo kommen wir hin? Anscheinend tut dieses Psycho, was da ab und zu mal kommt, uns auch beeinflussen. Haltet fest, Gott liebt euch. Jetzt kommen wir in eine Stadt. Was heißt eine Stadt? Ein süßes Dorf. Ein Dorf, ein süßes Dorf. Ja, da kannst du was erleben.
chapel. I could see the chapel. How far did this go? A feeling in my teeth like the sound of scissors. Das Geräusch ist ja nicht hier. Man muss aber sagen, die Grafik ist ziemlich geil von dem Spiel. Das muss man echt mal lassen. Was? Wir kommen schon wieder in so eine bescheidene Hütte. Psch, psch, psch. Wir gehen doch nicht einfach da raus. Überall diese Puppenköpfe. Warum? Wir haben keine Batterien mehr. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. 5 Batterien haben wir. Plus 7 Magazin. Hier ist nochmal ein Text. Das ist ein Kelch. Oh, guck mal. Ein dickes Gesicht. Entschuldigung. Neunter März. Wir lesen das aber jetzt so, weil das kostet sonst zu viel Akku. 9. März. Noch mehr tote Kinder. Knot sagt, in solchen Kindermord sei keine Sünde, denn sie all sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen die Erzdämonen gefallen sind. Alle die Kinder mit öffnet der Keule und verbrannten Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Knot sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden und uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Ich erwachte heute in Glauben vom Blut aus dem Hals eines Kindes benutzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns, teilen unsere Vision und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr. Doch sie ist nicht heilig. So. Ein paar können's nicht. So, sind wir abgeschlossen. Hallo? Wir machen mal kurz hier einen Reload. Was ist los? Ich schätze mal, das hier ist Papa Knot. Weil er hängt einfach überall. Hast du Hunger?
Willst du einen leckeren Dickdarm? Lecker. So, hier wird wahrscheinlich zu sein. Da sind Bretter vor der Tür. Oh, eine Gitarre. Papa, Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gichtsüchtige, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, der Wahrheit zu sehen. Komm zu uns. Jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Alter, was muss ich hier lesen? Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Teufel hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen der wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Version wären die Strafe eines erzündenden Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott, dein Gott ist ein Ego, wunderbar und flach. Welch Schmach. Schmach. Die benutzen das Wort Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber es ist wahr und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reisen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen. Denn unsere Liebe ist größer als die du dir vorstellen kannst. Weil. Dieser Wall soll ja dieser andere krasse Gangster im Haus sein. So. Einmal schließen. So, hier kommen wir runter. Mal kurz alles abchecken. Ich habe das Mikrofon angestellt, das saugt so viel Batterie. Speichert. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Generator or something. If the fucking thing doesn't run on prayers. Oh nein, jetzt muss ich noch einen Generator suchen. Warum? Was ist hier los? Of the Lord. The sins of Zion are bound up and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all, for we are the sons. Schreck. Great and not is it perfect and not open.
Na, wir können hier nicht abschließen. Was müssen wir mal? Wir müssen den Generator suchen. Was ist hier bald so dunkel? Hallo?